Kreis Heinsberg als einziges besonders betroffenes Gebiet in Deutschland eingestuft. Zu den konkreten Entwicklungen wird gleich der Gesundheitsminister ausführen. Seit gestern wissen wir, dass zwei Menschen in Nordrhein-Westfalen an dem Coronavirus verstorben sind. Eine 89-jährige Frau im Universitätsklinikum Essen und ein 78-jähriger Mann aus Gangelt im Kreis Heinsberg. Wir haben unser Mitgefühl den betroffenen Familien übermittelt. Beide Verstorbenen hatten Vorerkrankungen und mussten intensiv medizinisch versorgt werden. Das zeigt, dass das Virus vor allem für ältere Menschen mit gesundheitlichen Vorbelastungen gefährlich sein kann. Und es ist daher wichtig, dass wir in Nordrhein-Westfalen auf eine gute intensivmedizinische Versorgung zurückgreifen können. Die Lage ist ernst, aber sie ist kein Grund zur Panik oder für irrationales Verhalten Einzelner. Politik und Verwaltung tun alles Menschenmögliche, um die Epidemie so weit wie möglich einzudämmen. Und was jetzt zählt, ist besonnenes und vor allem wirksames Handeln in dieser besonderen Situation. Und das raten uns auch alle Experten, mit denen wir fast täglich in Kontakt sind. Das tun die Bezirksregierungen, die Kommunen und die Gesundheitsämter. Wir unterstützen die Kreise und kreisfreien Städte, wo wir können, mit Personal und bei der Beschaffung von Schutzkleidung. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesem gemeinsamen Einsatz die Folgen des Coronavirus in unserem Land bewältigen können. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich einmal Respekt und Dank sagen all den Ärztinnen und Ärzten, dem Pflegepersonal, den Fachkräften in den Laboren, den Rettungsdiensten und den ehrenamtlichen Einsatzkräften und allen anderen, die sich hier seit Wochen bis an die Grenze der Leistungsfähigkeit und darüber hinaus rund um die Uhr um Verdachtsfälle, Infizierte und besonders gefährdete Bürgerinnen und Bürger kümmern. Mehr denn je ist jetzt Rücksichtnahme und auch Zusammenhalt erforderlich. Nicht nur das Coronavirus selbst birgt die Gefahr, die Epidemie in all ihren Auswirkungen ist es. Nordrhein-Westfalen begegnet dieser Herausforderung mit Besonnenheit. Jeder und jede Einzelne kann mit seinem individuellen Verhalten umsichtig dazu beitragen, die Situation und die Ausbreitung des Virus nicht weiter zu verstärken. Indem jeder von uns die Vorsorgemaßnahmen und Empfehlungen der Experten des Robert-Koch-Instituts beherzigt und umsetzt, umso mehr kann das Ansteckungsrisiko vermindert werden. Und das Ansteckungsrisiko ist dann besonders groß, wenn viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Im Mittelpunkt unserer Maßnahmen muss daher der Verzicht auf Großveranstaltungen stehen. Bei einigen Großveranstaltungen ist es sicher richtig, sie abzusagen oder auf besondere Regeln zu achten. Die Diskussion um das Bundesligaspiel am letzten Samstag in Mönchengladbach hat gezeigt, dass wir eine einheitliche Regelung brauchen, dass nichts damit getan ist, jetzt irgendein Einzelspiel abzusagen. Und deshalb war es sehr hilfreich, dass Bundesminister Spahn sich dafür ausgesprochen hat, dass alle Großveranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmern abzusagen sind. Wir haben direkt für Nordrhein-Westfalen gesagt, das setzen wir für Nordrhein-Westfalen um. Gesundheitsminister Laumann hat deshalb auch dem Kabinett eben einen Erlass zur Bewertung von Großveranstaltungen vorgestellt, der heute an alle Kommunen geht und der verbindlich ist. Details wird der Minister gleich bekannt geben. Wir haben die letzten Wochen schon in jeder Kabinettssitzung berichtet, wie ist der Stand. Seit der heutigen Kabinettssitzung ist Corona immer Tagesordnungspunkt 1, zu dem der Minister einen Lagebericht abgibt und dann jedes Ressort, Schule, Bildung, Kindergärten, Wissenschaft, wer auch immer mit Verkehr, wer auch immer betroffen sein könnte, seine aktuelle Lageeinschätzung uns übermittelt. Die erforderlichen Absagen sind für die Veranstalter teilweise schmerzhaft. Sie führen zu gravierenden Umsatzeinbußen. Und in der jetzigen Situation kommt es aber darauf an, Einzel- und Eigeninteressen zurückzustellen.
Denn der Zweck dessen, was wir jetzt machen, ist prophylaktisch. Wir haben wenige Fälle in Intensivbehandlung. Aber wenn die Zahl ansteigt, müssen wir für den Zeitpunkt, wo der Höhepunkt erreicht ist, vorbereitet sein. Und je langsamer die Entwicklung geht, desto besser für die Vorbereitung in Intensivplätzen. Das ist der Hauptgrund, weshalb wir jetzt sagen, wir sagen lieber jetzt einiges ab, damit die Entwicklung sich verlangsamt und die Kurve, in der sich die Infektionen entwickeln, flacher wird, als wenn es andersrum der Fall wäre. Für die Wirtschaft unseres Landes stellt Corona natürlich auch eine Gefahr dar. Wir werden zurzeit insbesondere mit Hilferufen aus der Reisebranche, der Messe- und Veranstaltungstechnik und dem Gastgewerbe konfrontiert. Und deshalb braucht es jetzt schnelle Entscheidungen, damit wir nicht massenhaft Insolvenzen erleben. Die Große Koalition hat am Sonntag zum Kurzarbeitergeld wichtige Beschlüsse gefasst. Wir als Landesregierung sind mit der Bürgschaftsbank NRW und der Förderbank NRW dabei, Liquiditätsengpässe von Unternehmen zu überbrücken. Wirtschaftsminister Pinkwart ist heute nach Berlin gefahren, um dort weitere Weichen für notwendige weitere Hilfen zu stellen. Das kann Deutschland nicht allein. Hierfür ist, so wie in der Finanz- und Wirtschaftskrise vor 10 Jahren, eine vorübergehende Erweiterung des Beihilferahmens durch die Europäische Union erforderlich. Dazu sind wir in ständigem Austausch mit dem Bund. Erfreulich ist, dass wir, wie von Nordrhein-Westfalen gefordert, jetzt beim Kurzarbeitergeld sehr unbürokratisch Hürden beseitigt haben, dass Sozialbeiträge für die ausgefallenen Arbeitsstunden erstattet werden und die Unternehmen können so Kosten senken und das Personal im Betrieb halten und sie müssen nicht zu Entlassungen greifen. Wir dürfen nicht vergessen, es geht um etwas Wichtiges, nämlich um die Gesundheit von uns allen. Und deshalb gibt es auch die Differenzierung, dass wir jetzt nicht den öffentlichen Nahverkehr einstellen, nicht die Schulen schließen, nicht die Kindergärten schließen. Das sind wichtige Grundvoraussetzungen für das Funktionieren des Landes. Aber man kann in diesen Zeiten dann verzichten auf ein Fußballspiel, auf ein Konzert, auf einen Clubbesuch. Dinge, die nicht dringend erforderlich sind, müssen wir für eine gewisse Zeit zurückstellen. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir auch diese Situation in Nordrhein-Westfalen gut bewältigen. Und die Landesregierung tut alles dazu, ihren Beitrag zu leisten. Herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Nun hat Minister Laumann das Wort. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen ja, dass wir schon am Sonntag sowohl der Herr Ministerpräsident wie ich gesagt haben, dass wir den Vorschlag von Jens Spahn, Großveranstaltungen über 1.000 Besucher abzusagen, unterstützen. Um das eben rechtsverbindlich zu machen, hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales einen entsprechenden Erlass mit einer Weisung auf den Weg gebracht. Die Entscheidung obliegen laut Infektionsschutzgesetz den unteren Gesundheitsbehörden, also den jeweiligen Kreisen und kreisfreien Städten. Nach diesem Erlass müssen die örtlichen Behörden Veranstaltungen mit mehr als 1.000 zu erwartenden Besucherinnen und Besuchern grundsätzlich absagen. Alternativ können natürlich beispielsweise sportliche Veranstaltungen ohne Zuschauerbeteiligung stattfinden. Bei Veranstaltungen mit weniger als 1.000 zu erwartenden Besucherinnen und Besuchern ist wie bisher eine individuelle Einschätzung der örtlichen Behörden der Veranstaltung erforderlich, ob eine Infektionsschutzmaßnahme zu ergreifen ist. Und dabei sind für die örtlichen Behörden natürlich die Vorgaben des Robert-Koch-Institutes zu beachten. Das sind im Wesentlichen 3 Schema, die abgearbeitet werden müssen. Erstens ist es eher eine risikogeneigte Zusammensetzung der Teilnehmer, zum Beispiel viele Personen mit Grunderkrankungen. Zweitens eher risikogeneigte Art der Veranstaltung, Dauer, Anzahl, Intensität und Kontaktmöglichkeiten. Natürlich muss ein örtliches Gesundheitsamt eine Veranstaltung mit 950 Besuchern anders bewerten wie eine Veranstaltung mit 50 Besuchern. Und drittens ist es eher ein risikogeneigter Ort der Veranstaltung, zum Beispiel bauliche Begebenheiten,
des Veranstaltungsorts, wie eng sitzen die Leute zum Beispiel aufeinander, welcher Abstand kann voneinander gehalten werden und so weiter. Aber das sind dann eben wie auch jetzt die Entscheidungen der Gesundheitsbehörden vor Ort. Warum wir das machen, hat der Ministerpräsident Ihnen erläutert. Es geht einfach aus gesundheitlich darum, die Ausbreitung des Virus so gut wie wir es eben können zu verlangsamen. Denn wenn die Erkrankung der Menschen Schritt für Schritt auf uns zukommt, ist natürlich ein Gesundheitswesen eher in der Lage, alle Menschen gut zu behandeln, die vor allen Dingen eine intensive medizinische Unterstützung während der Krankheit brauchen. Und es ist auch ein bisschen, wenn ich mal so sagen darf, eine Rücksichtnahme des sehr gesunden Teils der Bevölkerung mit dem Anteil der Bevölkerung, der alt ist und der gesundheitlich vorbelastet ist. Denn wenn wir, ich sag's mal an einem Beispiel, die jungen Leute zum Fußballspiel gehen und zu Hause die Oma anstecken, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die Oma mit der Bewältigung der Krankheit erheblich mehr zu tun hat, wie ein junger Mensch, der die Fußballveranstaltung besucht hat. Und um diese Solidaritätsfrage geht es jetzt schlicht und ergreifend, um es mal an einem Beispiel deutlich zu machen, in unserer Gesellschaft. Ja, herzlichen Dank, Herr Minister. Jetzt besteht die Gelegenheit für ein paar Nachfragen. Herr Schmalen. Ja, was mir noch nicht so richtig klar ist, wie rechtlich bindend ist eigentlich jetzt dieser Erlass? Über 1000 ist er bindend. Das heißt also, die Kommunen bzw. die Kreisgesundheitsämter müssen dann... Deswegen habe ich auch müssen gesagt und nicht sollen. Das gilt dann also auch für alle Fußballspiele der ersten, zweiten und dritten Liga. So ist es. In Nordrhein-Westfalen. Ja, also wir haben darauf gedrungen, der Bundesgesundheitsminister hat das ja gesagt, Bayern hat inzwischen ähnlich entschieden. Ich vermute mal, dass die Liga selbst da eine gesamte Antwort braucht. Denn es gibt auch Auswärtsspiele, die Fans fahren quer durch das Land. Also gut wäre es, wenn die gesamte Liga sich auf ein Konzept verständigen würde. Wir wissen, dass das Champions League Paris Saint-Germain gegen Dortmund am Mittwoch in Frankreich ebenfalls ohne Zuschauer stattfindet. Und ich glaube, in Italien schon seit Wochen ohne Zuschauer, dass wir da eine gesamte Lösung brauchen. Vielleicht nur zu der ersten Teil der Frage. Ordnungsbehördlich kann der Gesundheitsminister das anweisen aus Gründen des Gesundheitsschutzes. Er kann nicht jede Einzelveranstaltung bewerten. Das ist Sache der örtlichen Ämter. Aber er kann generell eine Vorgabe für den Gesundheitsschutz in Nordrhein-Westfalen erlassen. Und das hat er jetzt heute gemacht. Herr Kaufmann. Nein. Also man muss individuell sehen, welches Unternehmen ist potenziell von einer Insolvenz durch diese Situation bedroht. Das wird aber im Wirtschaftsministerium in jedem Einzelfall geprüft und es wird alles getan, dass die Insolvenz verhindert wird. Aber da wir jetzt ganz am Beginn erst sind, wir gar nicht die Dimension wissen, welche Unternehmen sind denn das, muss man da mal die Praxis des Ministers Pinkwart in den nächsten Tagen und Wochen abwarten. Herr Christiansen. Ist dieser Erlass zeitlich befristet? Nein. Wir haben bewusst auf eine zeitliche Befristung verzichtet, weil man das einfach gar nicht voraussagen kann. Wir bewerten jeden Tag im Lagezentrum die Situation in Nordrhein-Westfalen und wir können jeden Tag anders entscheiden. Aber jetzt zu sagen, der gilt bis Karfreitag, und zu glauben, Karfreitag, Ostermontag oder Osterdienstag sei eine andere Situation, das kann zurzeit niemand sagen. Und da ich von Anfang an keine Diskussion haben will, die da ja sofort wieder 10 Tage vorher anfängt, wir müssen jetzt ja genehmigen, weil ja die Großveranstaltung ansteht, finde ich, ist eine unbefristete Entscheidung die richtige. Herr Riemenschneider. Wenn man ja merkt, wie es jetzt in Münster ansteht mit dem Senkt, sind das Veranstaltungen, die dann abgesagt werden müssen? Und wenn ja, was bedeutet das für die Schausteller? Können die ehrlich leben in Anspruch nehmen? Und eine zweite auch konkrete Frage, wenn man sowas wie in Münster auch wiederum den Wochenmarkt nimmt, wo auch mehr als 1000 Menschen auf einmal auf diesem großen Domplatz zu finden sind, wie ist das anzuordnen? Es ist eindeutig so anzuordnen, wenn es eine Veranstaltung über 1000 Personen ist, gilt die Anordnung. Es ist hier keine Fußballanordnung, sondern eine Anordnung über die Frage von Veranstaltungen von über 1000 Menschen.
Und da muss man eben vielleicht den Wochenmarkt in Münster mal so organisieren, dass nicht tausend auf einmal da sind. Also das ist so eine Frage, das zeigt übrigens die Stärke eines föderalen und starken kommunal geprägten Landes. Manche Situationen muss man einfach vor Ort entscheiden. Der Nahrungsmittelbedarf der Bevölkerung in Münster muss ja gesichert werden. Und die Frage ist, geht das jetzt besser im Supermarkt? Wenn die 1000 Leute jetzt alle in den Supermarkt gehen, ist ja auch nichts gewonnen. Deshalb muss verantwortlich in Münster über so eine Frage Wochenmarkt und Nahrungsmittelversorgung entschieden werden. Was wir hier sagen, sind Ereignisse, die nicht zum Grundbedarf der Bevölkerung gehören. Und so sehr ein Derby schön ist, ist es nicht der Grundbedarf der Menschen in einer solchen Lage. Muss man in der Tat so sehen, aber es wird sie treffen. Das ist klar, es wird viele treffen. Herr Rüger, das erledigt. Herr Dr. Küpper. Frau Bialdiga, genau, richtig. Danach, ja. Also wenn ein örtliches Gesundheitsamt entscheidet und jemand verhält sich nicht so, ist eine Ordnungswidrigkeit. Das ist ja ganz einfach. Ich kenne eine komplizierte Frage. Ob jemand da trickst mit Plätzen, ja, das mag sein. Aber ich appelliere, das haben wir ja auch gemacht, schon an das Verantwortungsbewusstsein von jedem, dass er, und deshalb sind Begriffe wie Zusammenhalt und Solidarität jetzt hier auch so wichtig. Das Beispiel ist ja ein treffendes. Der junge Mensch, der in die Disco geht oder irgendwo hingeht, wo man eng beieinander ist, ist vielleicht selbst gar nicht gefährdet. Aber wenn er einen Dritten dadurch ansteckt, dem er begegnet, ist er gefährdet. Und das kann keine Ordnungsverfügung regeln, sondern da ist auch jeder Einzelne jetzt gefragt, mal zu überlegen, wie kann ich mich die nächsten Wochen so verhalten, dass es nicht zum Schaden für einen anderen wird. Es gibt wenige Momente ja ohnehin, wo uns solch ein Virus so im öffentlichen Leben erschüttert, weltweit wie dieser. Und in so einer Lage ist auch eine Gesellschaft nochmal neu gefragt, diesen Grundwert der Solidarität, den alle im Mund führen, mal konkret zu leben, ohne dass bis ins Letzte das Gesetz alles vorschreibt. Darf ich noch eine Anschlussfrage? Ja, zu dem Thema, ja. Ja. Weil die Tausender-Grenze politisch vom Bundesgesundheitsminister in die Debatte gebracht worden ist. Sie wird in der Schweiz praktiziert. Und ich glaube, das ist auch eine durchaus begründbare Größe in der Frage, ab welcher Veranstaltungsgröße brauchen wir ein einheitliches Vorgehen in Nordrhein-Westfalen und wo müssen wir individuell entscheiden können in den Gesundheitsämtern. Ich finde zum Beispiel eine Messe, die internationale Aussteller hat, ist einfach anders zu bewerten, als wenn ich eine regionale Messe habe, wo sich das Handwerk und die Wirtschaft und die Industrie eines Landkreises vorstellt, wo auch nur eine sehr regionale Anteil der Bevölkerung kommt. Und von daher ist das schon richtig, dass wir sagen, über 1000 eine Linie, die das Land vorgibt, im Übrigen auch, um Einheitlichkeit herzustellen. Und unter 1000 gibt es halt die individuellen Entscheidungen, die an den Raster des RKIs von den Gesundheitsämtern schlicht und ergreifend abgearbeitet werden müssen. Ich weiß zum Beispiel, das Gesundheitsamt in Köln hat mir heute Morgen gesagt, dass die sich gestern schon hingesetzt haben und haben diese Raster mit Punkten versehen, sodass sie dann auch in einer objektiven Bewertung dieses Rasterkonzeptes kommen. Und ich finde, da muss jede örtliche Gesundheitsbehörde sein System fassen, denn sie müssen ja auch vergleichbar entscheiden. Zumindest in den Bezirk, in der Region, wo Sie eine Zuständigkeit haben. Herr Dr. Blasius. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, tragen die Kommunen ein finanzielles Risiko, regresspflichtig zu werden? Und die zweite Frage, gab es Absprachen der Landesregierung mit der Fußball-Bundesliga? Also es ist so, dass wir davon ausgehen, dass wir einen rechtssicheren Erlass gemacht haben. Davon gehen wir aus, sonst hätten wir ihn nicht so gemacht. Dass dieser Erlass unter Umständen gerichtlich überprüft wird, das ist in einem Rechtsstaat so. Aber wir gehen davon aus, dass wir aufgrund des Infektionsschutzgesetzes und des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung die Kommunen nicht in Regresspflichten kommen und das Land Nordrhein-Westfalen auch nicht. Mit der Bundesliga gab es Gespräche vor dem Gladbach-Spiel in der letzten Woche des Ministers.
Jetzt gab es die Zahl des Bundesgesundheitsministers 1000 und die wird umgesetzt. Und ich weiß, dass der Bundesgesundheitsminister mit der DFL, also der Fußballliga, in Kontakt war. Wir selbst nicht mehr. Also ich habe noch mal mit einem Vertreter in der Liga aus Nordrhein-Westfalen gestern telefoniert, um von ihm noch mal zu hören, eines der großen Fußballvereins in Nordrhein-Westfalen, wie er das sieht. Das ist halt einfach so, dass sie sagen, sie müssen halt aus ihrer Sicht des Gesundheitsschutzes entscheiden. Dass er persönlich da einen etwas anderen Blick hat, kann man ja auch verstehen. Aber ich fand, dass ich auf einen sehr verständnisvollen Gesprächspartner gestoßen bin. Denn die wollen ja auch, dass das Virus sich nicht ausbreitet. Frau Koch. Ja, aber in dieser Frage ist ja genau das, was der Ministerpräsident eben schon zur Einführung gesagt hat. Wir haben uns jetzt einfach entschieden, dass wir sagen, was ist unverzichtbar, um das öffentliche und wirtschaftliche Leben aufrechtzuerhalten. Ich bin der Meinung, Schulen sind unverzichtbar. Wenn die Schulen in diesem Land nicht mehr arbeiten, dann stellt sich zum Beispiel für einen Gesundheitsminister einfach die Frage, wie viele Krankenschwestern und Ärztinnen und Ärzte fehlen in unseren Kliniken, weil sie zu Hause ihre kleinen Kinder aufpassen müssen. Wie man eine Zahl nennt, etwa ein Drittel unserer Ärzte und Ärztinnen in den Krankenhäusern arbeitet in Teilzeit. Und da gehe ich mal von aus, dass die allermeisten deswegen in Teilzeit sind, weil sie kleine Kinder haben. Also zum Beispiel die Frage der Kinderbetreuung, vom Personal, was wir für das Leben einfach brauchen, etwa im Gesundheitsbereich, wenn wir über meinen Bereich reden, ist ja eine entscheidende Frage. So, die Menschen müssen auch zur Arbeit gehen. Deswegen glaube ich auch, dass öffentliche Verkehrsmittel funktionieren müssen, damit sie zur Arbeit kommen. Denn wenn uns zum Beispiel die Logistik zusammenbricht, dann haben wir aber ganz schnell ein großes Versorgungsproblem, selbst in den Grundbedürfnissen der Bevölkerung. Und deswegen ist ja die Frage, ist es in dieser Situation, was erwarten wir eigentlich? Wir erwarten, dass man auf eine andere Freizeitgestaltung setzen muss. Also für den Fußballfan bedeutet es doch in vielen Fällen, dass er das nicht mehr im Stadion gucken kann, aber es zu Hause am Fernsehen gucken kann. Also das ist dann die Einschränkung, die wir hier mit dieser Frage letzten Endes in der Abwägung, wenn Sie den Fußball sehen, machen. Und von daher halten wir das für vertretbar und auch für eine richtige Entscheidung, in dem Bereich Einschränkungen zu machen, die für das gesellschaftliche, wirtschaftliche Leben und für die Versorgung der Menschen auf jeden Fall nicht existenzentscheidend sind. Ich habe jetzt noch 5 Fragen auf der Liste, so mit Blick auf Anschlussterminen, würde ich Sie dann gleich mal schließen wollen. Herr Wernicke. Ja. Sagen jetzt, ja gut, dann sitzen jetzt die Fans von Schalke und Dortmund am Samstag alle ganz eng beieinander in der Kneipe. Was hat das denn für einen Gesundheitseffekt? Ja, wir sind auch nach dem Spiel in der Kneipe. Wer mal da war, weiß das. Ein Teil ist dann halt in der Kneipe, aber es sind nicht 50 oder 60 oder 70.000. Das Risiko ist ein kleineres. Teil 1, nein, haben wir nicht erwogen. Herr Christiansen. Ja, nochmal zur Sicherheit. Sie sagten, der Erlass ist verbindlich, aber auch, dass die Entscheidungsgewalt letztlich bei den Kreisen und Gesundheitsbehörden liegt. Gibt es für die Kreise einen Spielraum bei Veranstaltungen über 1.000? Nein. Der Messensspielraum ist so verengt, dass er nicht existiert. Kollege in der Mitte. Bahnhöfe, Flughäfen, ich meine, die Düsseldorfer Bahnhof, da haben wir morgen irgendwie 3.000 Leute, wie man sollte. Ist man da machtlos? Es ist nicht eine Frage der Machtlosigkeit, sondern dass Menschen zur Arbeit gehen, ist zum Aufrechterhalten des Staates erforderlich. Insofern ist der Teil nicht verzichtbar, dass jemand morgens von A nach B zur Arbeit fährt. Wer in Urlaub fährt, kann sich selbst beschränken. Aber der arbeiten muss, muss sich bewegen. Und das geht eben mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Mit all den Vorsichtsmaßnahmen, die das Robert-Koch-Institut empfiehlt. Aber es ist was anderes als Fußball. Herr Riemenschneider.
Wie wichtig ist es bei der Entscheidung von Kommunen, dass die Teilnehmer konkret bekannt sind? Das müssen die Kommunen vor Ort entscheiden. Also ich bin schon der Meinung, dass bei großen, also bei größeren Veranstaltungen unter 1000 es schon wichtig ist, dass es eine Teilnehmerliste gibt. Also ich weiß zum Beispiel aus der letzten Woche von Veranstaltungen, wo ich war, Meisterbriefübergabe, Kreishandwerkerschaft in Dortmund, um ein Beispiel zu nennen, da waren 800 Menschen etwa im Saal. Da war die Auflage des Gesundheitsamtes von Köln, von Dortmund, der Veranstalter muss eine Namensliste und Adressenliste der Menschen haben, die im Saal sind. Und wenn jetzt rein theoretisch aus diesem Saal jemand infiziert würde, dann könnte das für das Gesundheitsamt, wo dieser Mensch wohnt, natürlich mit ihm Kontakt aufnehmen in der Frage, dass er dann getestet wird und man dann weiß, ob er sich infiziert hat oder nicht. Ich war bei der IHK in Krefeld, Veranstaltung, 300 Leute. Jeder hatte vorgegeben, wo er sitzt und es war dokumentiert, wer neben ihm sitzt. Wäre da ein Fall aufgetreten, wäre schnell verfolgbar gewesen, wie sich der Virus verbreitet hat. Also das macht jedes Gesundheitsamt zum Teil sehr detailliert und sehr präzise. Soweit kann das die Landesebene gar nicht vorgeben. Wenn ich nachfragen darf, wäre das auch ein Argument, mit dem man die Schulen auch offen lassen könnte, weil das sind ja auch Lehrer-Schüler. Ja klar, aber die Schule ist so wichtig. Klar, und in der Klasse weiß man ja, wer da sitzt, das ist auch klar. So ist das. Also ich finde einfach, was ich jetzt von anderen Ländern höre, ich finde, wir sind hier in Nordrhein-Westfalen wie Deutschland nicht an einem Punkt, wo Schulschließungen ein verhältnismäßiges Mittel werden. Danach entscheiden wir in unseren Lagebesprechungen. Und nochmal, es ist einfach eine ganz wichtige Frage in der Gesellschaft, wie wir heute leben, dass die Menschen noch zur Arbeit gehen, dass die Versorgung aufrechterhalten bleibt, dass das Gesundheitssystem funktioniert. Und das hat natürlich in der Arbeit, in der Gesellschaft, wie wir heute leben, wo Väter und Mütter berufstätig sind, natürlich auch mit der Frage einer Kinderbetreuung zu tun. Sowohl bei Schulen wie bei Kindergärten, um das in aller Deutlichkeit zu sagen. Und der Schritt, den wir jetzt machen, ist im Grunde ja ein Schritt, wo wir eher in den Freizeitbereich eingreifen, wie in den Berufstätigkeitsbereich eingreifen. So, Herr Dr. Küpper, Frau Leue und Herr Berger. Herr Küpper. Ich habe noch eine Frage, ich habe das verstanden mit der Trennlinie zwischen Arbeit und Fußball. Welche Erwartungen haben Sie jetzt an das gesellschaftliche Leben in Deutschland? Wie findet das künftig statt? Also wenn ich mir samstags eine Fußgängerzone vorstelle, also die Leute sind ja doch raus, oder glauben Sie, dass die Menschen eher auch beeindruckt durch dieses Szenario jetzt eher zu Hause bleiben? Wie schätzen Sie das ein? Hoffnung ist, dass es entschleunigt wird. Dass man überlegt, was man macht. Einkaufen wird man in der Fußgängerzone müssen. Aber wenn man vielleicht nur aus Lust und Laune dahin geht, wird man sagen, das lasse ich mal an diesem Wochenende. So, und ich glaube, dass da werden die Menschen auch persönliche Wege finden, wie sie das machen. Es ist ja auch nicht jetzt ein Punkt, wo wir in einer Sofortkrise sind, sondern das, was wir machen, sorgt vor, damit wir in 3-4 Monaten nicht in eine solche Situation kommen. Deshalb entschleunigen ist das richtige Wort und das ist auch nicht vergleichbar mit Italien oder anderen Regionen zum Stand heute. Wir tun, was wir da können. Und unsere Gesundheitsplätze sind besser als in vielen europäischen Ländern, wo die Engpässe jetzt schon erkennbar sind. Aber trotzdem müssen wir jetzt alles tun, damit es gar nicht erst zu der Engpasssituation kommt. Und das betrifft dann auch die Entscheidung jedes Einzelnen, wie er sich da verhält. Ja, bitte. Der CDU-Parteitag. Das wird zeitnah unter den Regeln, die es gibt, dann im April entschieden. Es ist jetzt zu früh zu wissen, was irgendwann Ende April ist, aber für den gilt das, was für andere Veranstaltungen natürlich auch gilt. Es gilt übrigens nicht für Dinge, die den Staat aufrechterhalten. Parlamentssitzungen müssen stattfinden. Sie können nur ohne Besuchergruppen stattfinden, wo wieder viele Menschen da sind. Die Reichstagskuppel, wissen Sie, ist geschlossen. Der Landtag bereitet ähnliche Dinge vor. Aber dass die Institutionen des Staates funktionieren, dass auch möglichst die Mitarbeiter in der Landesverwaltung, in der örtlichen Verwaltung, bei der Polizei präsent sind, das ist das, was man in so einer Zeit garantieren muss, mit allen Möglichkeiten, die man dazu hat. Frau Leue. Eine Nachfrage zur Wirtschaft. Nun gehen Virologen davon aus, dass der Höhepunkt möglicherweise erst in der zweiten Jahreshälfte kommt.
kommt. Das heißt, die wirtschaftlichen Folgen sehen wir jetzt gerade erst am Anfang. Gibt es da Überlegungen, wie ein so mittelstandsgeprägtes Land wie NRW der Wirtschaft auch noch weiter unter die Arme greifen kann, also weit vor einer möglichen Insolvenz? Daran arbeiten wir. Das war auch Thema des Großen Koalitionsausschusses am Sonntag, wo ja sehr konkrete Maßnahmen beschlossen wurden. Alles, was hilft, jetzt Investitionen zu tätigen und eine Rezession zu vermeiden, ist richtig. Wann der Höhepunkt kommt, wie das geht, wie der Sommer wirkt, ob Wärme ihn bremst oder nicht bremst, da gibt es auch bei den Virologen sehr unterschiedliche Ansichten. Da kann man heute am 10. März keine Prognose wagen. Aber sehen Sie das beim Bund oder kann auch NRW? Wir auch, wir bereiten uns da auch vor. Natürlich. Aber ich will immer sagen, was ist das doch jetzt für ein Glück, dass Sie in der Arbeitslosenversicherung eine Rücklage von 23 Milliarden Euro haben und uns diese Sorge jetzt erstmal nicht machen müssen. Wenn wir manche Vorschläge im politischen Raum gefolgt wären in den letzten 2 Jahren, hätten wir gar keine Rücklage. Und jetzt können wir zum Beispiel einen Mensch, der von dem Coronavirus auch in seiner wirtschaftlichen Existenz bedroht ist als Arbeitnehmer, wir können ihm sagen, du wirst nicht entlassen, du kriegst Kurzarbeitergeld. Wir können seinem Chef sagen, du musst die Sozialversicherungsbeiträge nicht aus eigener Tasche zahlen, wir zahlen sie über das Arbeitsamt. Dass die Belegschaften zusammenbleiben, finde ich schon wichtig. Und dass nicht ein einzelner Mensch wegen Corona jetzt seinen Arbeitsplatz verliert. So, bei den Selbstständigen werden wir Lösungen finden müssen, dass die Firmen nach der Krise auch wieder da sind und ihre Arbeit letzten Endes machen können. Weil meinen Sie, was ich froh bin, dass unsere gesetzlichen Krankenkassen zurzeit eine riesen Rücklage haben. Denn das, was jetzt alles gemacht wird, kostet ja auch Geld. Jeder Test kostet Geld. Und der muss von den gesetzlichen Krankenkassen in allererster Linie, natürlich auch von den privaten, aber in allererster Linie von den gesetzlichen finanziert werden. Also wir haben schon ein großes Glück, finde ich, dass wir diese Krise haben in einer Zeit, wo es Deutschland wirtschaftlich und finanziell und dass man nicht alles ausgegeben hat. Auch nur mal das zum Thema schwarze Null. Seien Sie jedem Politiker dankbar, der die schwarze Null verteidigt hat in den letzten Monaten. Wir können das Geld jetzt gut gebrauchen. Ärger. Nein, das habe ich leider nicht zurzeit. Aber das geht mir auch durch den Kopf. Wie kommen wir an die Zahl derjenigen, die geheilt sind? Ja, aber das ist, finde ich, schon ganz wichtig, dass wir, also wir müssen einmal wissen, wie viel haben es bekommen. Weil die Virologen sagen, wenn jetzt mal viele Menschen es bekommen haben, gibt es ja irgendwann auch diese Herdenimmunität. Deswegen ist auch wichtig, dass man das nachhält. Aber für das, wie das Gesundheitssystem belastet wird, ist natürlich die Frage, dass man am Ende auch wieder die abziehen muss, die längst schon wieder gesund sind und zur Arbeit gehen können und für die das Leben ganz normal weitergeht. Das sehe ich so. Wir erheben ja die Zahlen erst ab dem 27. Februar. Also wir haben jetzt nicht 14 Tage, aber die Frage stellt sich jetzt in zunehmendem Verlauf schon, wie kommen wir dran? Ich will natürlich jetzt auch in der Situation, ich sage mal, das ganze Gesundheitssystem mit 1000 Statistiken nerven, das ist auch die Wahrheit, muss man abwägen. Aber die Sache geht mir auch durch den Kopf, hätte ich auch gerne gewusst. Und das wird ja irgendwann wichtiger. Und deswegen, glaube ich, ist für uns in der Beurteilung der Lage die Statistik der täglichen Neuinfizierungen eine ganz wichtige Sache. Dass man weiß, wie viele Leute sind neu infiziert worden und wo man auch nachgewiesen hat, dass sie dieses Virus haben. Eine kurze Nachfrage, Herr Laschet. Diese Regelung, die Nordrhein-Westfalen jetzt trifft, und Bayern sagt, sie trifft eine Ebene. Da bin ich nahe auf der Bundesebene, dass es irgendwann alle Bundesländer sich ähnlich der Regelung anschließen werden, dass man ein bundeseinheitliches Vorgehen dann wirklich, was Sie hier anmahnen? Nein, die habe ich nicht, aber davon gehe ich fest aus. Weil es ist jetzt natürlich die meisten Infizierten in Nordrhein-Westfalen und da nochmal im Kreis Heinsberg. Aber es wird ja weitergehen und ganz Europa ist davon betroffen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Bundesland in Deutschland da wie eine Insel ist und davon nicht berührt wäre. Es wird alle in unterschiedlicher Geschwindigkeit irgendwann betreffen. Okay, herzlichen Dank für Ihr Kommen. Bis bald.